Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 15. Jetzt habe ich noch gesagt 2015, aber das stimmt ja wieder mal nicht. Ich weiß nicht, warum es denn nicht 2015 nennen. Ne, ist ja wurscht. Ja, am Landgut Altenhof, weil die alten Bauern sind da wie hübsch, wieso leckt's und so, sind da wieder am Werke. Und mit dabei, den umkreise ich gerade, ist der Tasi. Hallo Tasi. Jo, juhu, hallo zusammen. Kuckuck. Darillo Kutus. Der Detlef. Ja, der ist hier. Der Dr. X. Moin. Die Trucker Lady. Hallihallo. Habe ich irgendwen vergessen? Der hat ein Pech gehabt. Hm. Nein, der Topper ist ja auch noch dabei, Entschuldigung. Ja, ich esse jetzt nicht bei einem Topper vergessen. Oi. Das kannst du ja nur nicht machen hier. Nee, das war jetzt ein Riesenfehler. Also das ja völlig. Sag mal, wie goberst du denn hier? Machst du jetzt hier nicht. Detlef, was hast denn du da gemacht? Was denn? Nein, nee, alles gut. Ja, das frage ich mich jetzt. Mal rechts, mal links. Nee, nicht mehr rechts, mal links. Wiederholen, entscheide dich. Und in der Mitte einen leer lassen. Er macht es wie seine Frau, wenn es Pullover stricken tut. Eine links, eine rechts, eine fallen lassen. Eine fallen. Nö, ich ziehe doch vier Farben durch. Ach Gott, ist das schon angesehen, da wo ich fahre? Nee, das ist nur gegruppert. Also Feld 24 ist fertig für zum Säen. Hast okay, du noch eine Säenmaschine? Ja, müsste eigentlich noch in Dingsen sein. In, na wie heißt denn das jetzt? Dann weißt du da bei der, oh, in dem komischen Haus da. Im Stadel. In Stadel, genau. Was willst du ansehen? Rups. 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 Wir rupsen eine Runde, ja. Es ruppt. Weil ich eins kann ich das sagen, Trackerle, wenn du da Tüten trast mit Raps, mein lieber Freund, da geht aber die boah, da geht der Jolly ab. Gibt das nicht unheimlich Durchfall, wenn du Raps isst? Ja, am Anfang kostet das lustig. Die Nachwirkungen ist wieder ein anderes Thema. Ja, so als Ölsaat und so weiter. Ich glaube, meine Schwester, die hat das, musste das eine Zeit lang, hat die halt Raps gemampft immer. Weil wegen Verstopfung oder dagegen besser gesagt. Raps wegen Verstopfung? Echt, das hilft? Ja, ich meine, das war Raps, was sie da. Also so kleine Glück. Schwarze Körnchen hat sie immer da in der. Also nicht Leinsamen eigentlich. Das ist wahrscheinlich Leinsamen gewesen. Leinsamen? Okay. Ja. Oder vielleicht Mohn? Hm. Na okay, nee, das ist wieder andere Geschichte. Naja, das glaube ich auch, aber. Ich glaube, Raps kann man glaube ich gar nicht so essen. Oder? Nicht. Also ich möchte es nicht ausprobieren. Also. Sich freiwillig zum Ausprobieren. Das geht ja schlecht. Ja, jetzt momentan. Wo willst du jetzt Raps herkriegen? Aber das können wir ja nächstes Jahr dann zum Testtreffen ausprobieren. Ich bringe Raps mit, Mani. Jo, gut, bitte. Und du probierst es dann vor allen Leuten? Sicher, dann nehmen wir das auf und stellen es ins Internet. Ich traue mir da vorher Zigaretten draus. Dann darf ja, jeder mal. Abtransport, den filmen wir dann auch gleich mit. Ja. Da kommt Dasi gleich mit dem Auto und kann gleich mitnehmen. Siehst du? Ich sorge immer dafür, dass der Dasi arbeiten tut. Genau. Selbst wenn er Urlaub hat. Ja. Muss ich aber leider euch dann in Rechnung stellen. Ja, das ist mir wurscht, das übernimmt der Topper. Nee, das übernimmst dann du nicht, weil. Wieso ich? Nein, weil ich aus Österreich bin, ne? Die zahlen sowas nicht. Das zahlen immer nur die was aus dem Land sind, ne? Die Einheimischen. Ah ja. Okay. Ja, natürlich. Ne? Na Gott sei Dank komme ich aus dem Osten. Aus dem Osten kommst du? Uiuiui. Mhm. Das verrat mir jetzt so. Ist das ein anderes Land oder wie? Ja, wir sind ein extra Land. Wir haben so. Ich meine, so nach 25 Jahren nach der Wende sollte das jetzt langsam mal echt vorbei sein mit Osten und Westen. Wieso? Wir liegen doch im Osten. Ja, vor allem. Naja, ihr wohnt in der Mitte, ne? Nö, ich wohne im Osten. Also noch östlicher Deutschland geht gar nicht. Aha, in England, Linksverkehr, okay. Ja, wenn du links fährst. Ja, mir ist ja nichts anderes überblieben, du bist mir ja schon links entgegengekommen. Ach komm, erzähl nichts. Ich habe ein Videobeweis. Ja, ich auch. Also ich habe das jetzt richtig verstanden, der Detlef liegt in Osten. Nee, der Detlef liegt eher in der Mitte. Ich liege im Bett. Ach, du liegst, wollte ich nämlich eben drum, ne? Darum haben wir das jetzt gefragt, ne? Du liegst in Osten, ich möchte nur wissen, wie du da liegst. Ich lebe im Osten. Ah, du lebst im Osten. Im Osten von Deutschland. Nein, wenn man geografisch genau nimmt, der wohl eher in der Mitte. Ja.
Ja, geografisch genau. Also wenn wir es ganz genau nehmen würden, ne, dann ist der Detlef halt auf einem anderen Planeten. Ich meine, von, ja, ne, ist ja wurscht. Ist von woanders halt. Ich rede mit jetzt zum Kopf und Kragen, glaube ich. Wollen wir da nochmal zurück auf die letzten Folgen, wo ich in der Höhle gewohnt habe? was für Höhle meinst du jetzt, die 200... Oh, große Nachfrage nach Weizen. Attacke. Anhänger. Jetzt wo waren die? Du zwei Anhänger dran. Na, eben nicht mehr, die habe ich schon angehängt. Den hast du komplett verkauft? Nee. Wo war denn das jetzt überhaupt? Die erste. Getreidespeicher oben, wo wir vorhin auch verkauft haben. Ah, jetzt gibt's endlich Kohle. Und wenn's Kohle gibt, gibt's gute Geräte. Ja. Was steht denn da schon wieder? Erstmal gibt es Kredit abzahlen, oder? Nö. Der Kredit ist erstmal nebensächlich. Kredit ist wurscht. Na gut. Wichtig ist, dass wir gescheite Maschinen da kriegen, dass die Zuschauer mal was zum Sehen bekommen. Na gut. Was machst du denn da, Manni? Ja, ich frage mich auch gerade, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Jetzt geht's los und der Topper hupft um und um wie ein Känguru. Oh, jetzt begrabe ich ihn. So, wollen wir mal kurz gucken. Wie viel habe ich denn hier noch drin? So. Oh, ich muss glaube mal Saatgut nachholen. Das ist langsam alle. Das kostet wieder Geld. Ja. Aber ich habe hier nur noch ein paar Kilos drin. Das reicht jetzt gerade noch für diese Bahn zu Ende hier und dann ist Feierabend. Haben wir nicht noch eine Seemaschine und einen Trecker? Ja, die hat doch Seemaschine, ja, Trucker Lady im Betrieb gerade. Nee, ich habe gesagt, wir dürfen keinen Schlepper verkaufen. Es stehen noch zwei im Schuppen. Aber keine Schlepper mehr. Ja gut, dann nehme ich die hier ab und nehme die, wenn die voll sind, dann nehme ich natürlich die erstmal und mache die leer. Ja. Ja bitte, komm doch aus die Pötte, du alte Kraxen, du hörst, das gibt's ja nicht. Man muss immer auf Gast reden. Kurze Frage, wenn wir jetzt zu Geld kommen, was ich nicht glaube, was wollen wir denn als nächstes kaufen? Das ist eine gute Frage, nächste Frage bitte. Ich meine, ich wäre ja irgendwie dafür, dass ein paar Bäume da jetzt von unserem Hof verschwinden, weil die nerven mir ein bisschen. Ja, ich wäre auch für eine Kettensäge. Eine Kettensäge und dann den komischen Anhänger da. Weil das funktioniert ja wenigstens. Dass man da ein bisschen wenigstens von den Forstdings klumpert, was sein können. Ah ja, da steht der Mann vom Zoll, der Topper und der andere, das ist glaube der Mann von der Ausländerbehörde, der Relo Kotus. Die sind keine Fremdarbeiter eingesetzt, da noch das ist wunderbar, da stehen sie halt so rum. Ne? Ja, was soll man machen, ist ja nichts mehr frei. Ich hab gesagt, wir sollen die Trecker nicht verkaufen, ihr habt sie ja nicht hören wollen auf mich. Jetzt stehen zwei Motum und ein Nasenbohren. Ich sag, dass wir den Stepper verkaufen. Ja, war das nicht einstimmig? Lokotus, du kannst ja meinen. So, wir haben jetzt 24.500 Topper. Was kriegen wir da drum? Gar nichts. Was kosten der Depper, der Anhänger da? Ich meine, der schöne 54. Anhänger. Wie viel? 54.000. Echt jetzt? Ja. Gibt's denn einen Gebrauch da? Leider nicht. Oh, du könntest noch einen Trecker machen. Da kann ich dann auch ein bisschen rumstehen. Also jetzt bitte Detlef Opa, ja, jetzt sag ich dir mal was. Ja, du arbeit was, ja. Das geht ja gar nicht, um ein Dummstehen. Aber das ist jetzt wirklich voll Banane. Das ist, ne? Pass auf, dann machen wir das anders. Ich bin jetzt einmal eine Runde Opfern gewesen, jetzt fährt der Lokutus den Rest weg. Jetzt fahren wir da gleich für rein. Wo ist er denn? Hallo, ups. Jetzt wollen wir es mit aussteigen. Na bitte. Aber was mir gerade so aufgefallen ist. Boah, das ist ein Übergang, hast du das gesehen, mein lieber Freund? So. Auf einem Rentnerhof ist das irgendwie peinlich, Leute. Was denn? Dass Detlef der einzige Opa hier ist. Ja, der eigentlich wirkliche Kopf, Opa. Gell? Ja, ne, es ist halt nicht, ja, der Darcy ich hat sie... Das war schon alles. Da solltest du vielleicht mal mit deiner Tochter sprechen, ne? Hast du eine Macke? Die ist 15. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Ja, das ist doch im richtigen Alter. Nee. Dann werden sie da schon bald Großmutter. Ja. Aber wenn meine Tochter jetzt mit einem Kind heimkommt, dann weißt du, was da los ist. Aber wisst ihr, was noch komisch ist? Ja, gut, das war super, ne? Hast du endlich geschafft? Was macht dich da eigentlich? Wisst ihr, was noch komisch ist? Der Opa arbeitet hier wie ein Dofer. Und das Jungvolk, was nicht mal Papa ist, steht rum. Naja, das ist ja so, ja, die wollen ja von Opa was lernen, ne? Also drum müssen stehen und zuschauen.
Ach so. Naja, aber sonst kann man ja nichts lernen, ne? Was macht der da jetzt eigentlich? Hallo? Ist der leer oder was? Haben wir nichts mehr? Nö, ist nix alle? Ne, echt jetzt? Wir ja, haben keinen mehr. Alle. Scheiße. Jetzt muss ich selber mal schauen. Ach, haben, was haben wir denn noch? Ja, du, wir haben 104 Gerste. Wo können wir denn die Gerste verkaufen? Warte mal. Da, wo wir die Weizen verkaufen. Ja, verkaufen wir noch Gerste, bis wir sie den blöden Hänger da leisten können. Ich bin doch nicht leer. Du sähst nicht ein. Ja, ich bin nicht leer. Nein, du halluzinierst. So, jetzt haben wir sie das einmal ausschauen, was die zwei Alten da Du treiben. Hättest doch nicht die blauen Pillen nehmen sollen. Aha. Das hat die Lenkrad. Ups. Und warum machst du dann dein Gerät hoch? Ja, weil das was? Hat Style. Der Doc macht sein Gerät hoch. Ach du, hört's auf mit denen. Ich krieg Kopfkino. Der Gerät nach oben. Der nimmt blaue Pillen, der nimmt sein Gerät hoch, mein lieber Freund. Und warum rubber ich da, wo ich schon gegrubbert habe? Das ist wieder eine so tiefgreifende philosophische Frage. Da müsste man glatt mal das philosophische Quartett anrufen, dass die da auch mal philosophieren. Oh mein. Da bei der, wie heißt denn das jetzt? Der Getreidemühle da. Da wo das blinkt. Ja, genau. Da wo du auch den Weizen verkauft Getreidespeicher. Hast. Das ist der Getreidespeicher und nicht die Mühle. Ja, ja ist doch eh das. Zum Getreidespeicher. Ja, okay. Passt schon. Wo ist denn jetzt das hier mit dem zweiten Hänger, mit dem dritten Hänger? Dort vorne. Ich bin gerade unter. Hat gerade am Hof wieder. Ah, sehr schön, da kannst du auch Gerste bitte mal verkaufen. Ja. Ah, schön, wie das der Detlef macht. Wie, wir haben Weizen-Nachfrage, nicht Gerste. Na. Wir haben doch kein Weizen mehr. Weizen ist weg. Kann man nicht irgendwie Weizen Gerste gegen Weizen tauschen, 1:1 irgendwie, wo? Nee, leider nicht. Da theoretisch schon Tausch gegen Raps. Okay. Das bringt bei Weizen mehr. Ja. Okay. Der da ist dann aber der Kurs wieder 2:1, ne? Mhm. Die Gruppe-Kontur, das schaut super aus. Textur. Nicht Kontur, sondern Textur. Naja, vor allem die Animation da, ne? Die Textur. Ja, also das schaut wirklich gut aus. Bis auf das, dass der Detlef in Gruppe nie in die Höhe nimmt. Hab ich gerade schon mal eine Kettensäge. Aber egal, das fällt ja nicht mal auf. Wenn du dich mal zurücklehnst und nur zuhörst, dann merkst du, dass das eine total durchgeknallte Truppe ist. Übrigens, wir kommen jetzt mal eine Kettensäge. Detlef? Ja. Kettensäge. Hallo, Detlef, ich höre dich nicht. Hallo, Detlef, hast du irgendwas gesagt? Nein. Mein Mikro ist da kaputt. Ach so. Die Trakelede. Ja, bitte. Welchen Baum möchten Sie gefällt haben? Ja, ich komme. Nein, du sollst jetzt nicht kommen, das hebt ihr für heute Abend auf. Ich erscheine. Das klebt doch so noch, das hat... Hey, krass, der Topper, der hat einen Sturzhelm auf. Hä? Müsst du jetzt mit der Harley Davidson fahren, oder was? Ja, wo bist du denn überhaupt? Ja, ich stehe direkt vor dir. Hallo, falsche Richtung, andere Richtung. Hallo? Da, hallo. Hallo. Ich sehe hier niemanden. Nee, das glaube ich, mit den Sturzhelm der ich auch nichts sehen. Okay. Ehrlich nicht. Naja. Jetzt? Jetzt siehst du mich einmal. Und zwar, ich hätte gern den einmal weg. Moment. Der, was da in der Mitte steht, der sigiert mich da schon die ganze Zeit. Das Ding hier. Ja, das. Nein, nicht das Ding, den Baum bitte. Ja, du sagelst da noch die Holzhitten nieder. Die brauchen wir noch. Aber bitte ganz unten, ja, dass da wenig Stumpf überbleibt. Wenn möglich. Was sind das? Ah, Traktor. Geht schon, feuerfrei. Ich meine, leg los. Also das schaut aus, ob... Nee! Mach das in Stehen, bitte. Manni. Ja, bitte? Dürfte ich eine Pause einlegen, weil der Boden kommt mir entgegen. Was? Hä? Ja, vom Draufschauen irgendwie ist das so wellblechförmig. Okay. Ich brauche eine Pause. Halluzinierst du jetzt schon? Ja. Du sollst ja, doch die Pilze, die da stehen, diese mit dem rot-weißen Kopf, die sollst du nicht immer rauchen. Ketchup-Topper. Feuerfrei, dann mach kaputt den Baum da. Weg mit dem Dreck. Das schaut aus, wie wenn der Gacken geht jetzt. Ihr müsst einmal da herkommen, müsst euch das ausschauen, wenn sich der Bucken tut. Das schaut aus, wie wenn er da irgendwas
Mindestens wir brauchen noch Flip. Jetzt auch noch, so kurz vor Abschluss der Folge. Au, oh, der hat den Baum auf mich drauf lassen. Hast du mir ins Richtige getroffen? Ja. Ja, es hat weh da. Und jetzt ist er weg, der Doppel. So, jetzt machen wir da. Jetzt machen wir da Dingsen, ne? Jetzt legen wir den komischen Baum da. Ja, genau, mach den mal klein hier. Das wollen wir uns mal. Du Dinge tun da. Na mach, na komm, na mach, na ja, mach, na mach, na komm, na mach, na mach, na komm, na mach, na komm, na mach. Ja, geh weg da von mir mit deinem komischen Sturzhelm, ich mag das nicht. Weg! Das ist aber auch ein Helm da. Menschen, Skinners. Na komm, mach. Na mach, na komm. Bitte, jetzt schneid doch endlich an Ast da, ist das so schwer? Ja, ich muss den erstmal entasten, du Ast. Du magst dir gar nichts, du rennst immer nur auf, da passiert nichts. Hallo, ich bin ja auf Feld. Verpasse ich irgendwo was? Ja. Nö. Da am Hof gibt's Action. Jetzt hat sich was bewegt. Jetzt tut er endlich anfangen zum Arbeiten. Warum hört man denn da gar keinen Kettensägen-Sound? Das ist ja scheiße. Ja, man hört gar nichts eigentlich, gell? Das ist das gleiche Problem wie beim Forstmann. Detlef, das suche ich das heute für Gerücht, dass du alleinig bist. Fast alleine. Ah, fast, okay. Ich habe das fast nicht gehört. Okay, ja gut, okay, dann würde ich mal sagen, Manni, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie... Willst du jetzt meine Zuschauer 10 Sekunden nehmen von der Aufnahme, da? Was? Willst du meine Zuschauer 10 Sekunden von der Aufnahme nehmen? Wir sind schon 16:25 hier. Nee, dann hast du aber falsch gedrückt. Nee, ich habe exakt gedrückt. Na okay, aber bevor wir da weiter diskutieren und der Topper da irgendwie, weiß ich nicht, komische Dinge da weitermacht auf dem Baum, sag ich einmal, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.